Mit den Wahlen in drei ostdeutschen Ländern vor Augen hat eine schon seit längerem laufende Debatte neu an Fahrt aufgenommen. Nämlich, wie sich die hohen Zustimmungsraten zu Parteien wie AfD und BSW im Osten erklären lassen. Die Diskussion darüber reicht bis hin zu der bitteren Frage, ob die Wiedervereinigung missglückt sei. Ob Enttäuschungen im Osten umgeschlagen sind in eine weit verbreitete anti-westliche Stimmung. Interessanterweise wird diese Debatte vor allem unter ostdeutschen Publizisten geführt und das teils mit ziemlich harten Bandagen. Man schenkt sich da wenig. Der eine beklagt etwa die Diskriminierung des Ostens, der andere nennt das Ostdeutschtümelei. Zwei ostdeutsche Autoren, die ostdeutsche Einstellungen erklären wollen und das ganz unterschiedlich tun. Dirk Oschmanns, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, neben dem Freiheitsschock von Ilko Sascha Kowalczuk. Thema auf dem Podium, Meinungen aushalten, die nicht die eigenen sind. Es herrscht natürlich Meinungsfreiheit in unserem Land, aber es herrscht in unserem Land auch das Recht auf Widerspruch. Und das halten viele nicht aus. Auch Oschmann beklagt, vieles dürfe nicht mehr gesagt werden. Dass der Osten da besonders drauf reagiert, für ihn ein Aufschrei. Ich finde die Art des Redens über den Osten völlig indiskutabel im öffentlichen Raum, weil er eben auch die Demokratie an den Rand ihres Zusammenhalts führt. Weil der Osten natürlich dauerhaft, nicht nur durch das Reden, sondern auch die Strukturen, durch die ungleich verteilten Chancen, den Eindruck hat, die Gesellschaft nicht mitgestalten zu können und in der Gesellschaft nicht adäquat repräsentiert zu sein. Für den Historiker Kowalczuk gibt es da andere Erklärungsmuster. Im Osten sei der Wunsch nach einem übermächtigen, sorgenden Staat viel größer als im Westen. Ein Erbe aus DDR-Zeiten, das nach der Wiedervereinigung weiter Nahrung bekam. Helmut Kohl oder auch der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf, die haben sich hingestellt und haben gesagt, hallo, hier, ich bin der Staat. In 3 bis 5 Jahren geht es euch genauso gut wie euren Brüdern und Schwestern in Hamburg und in München. Und dann trat das aber nicht ein. Und da pflanzte sich diese paternalistische Staatsvorstellung eigentlich fort. Und es wurden Demokratie und Freiheit an Wohlstandsversprechen gekoppelt. Fatal. Beides fatal und beides wirkt bis heute nach. Auch im thüringischen Sonneberg Debatte um Meinungsfreiheit. Seit letztem Jahr gibt es hier den ersten AfD-Landrat. Suche nach Erklärungsmustern für die so große Zustimmung zu populistischen Positionen, egal von welcher Seite. Die Abwanderung hat Folgen hinterlassen. Der Geburtenknick nach der Wende hat Folgen hinterlassen. Es ist eine ältere Bevölkerung, es ist eine männlichere Bevölkerung, es ist eine konservative Bevölkerung. Ist auch in Teilen natürlich eine Bevölkerung mit weniger Vermögen und mit weniger Selbstbewusstsein auch. Und das wird dann kompensiert, auch in der Wahlurne. Und dann werden auch noch vor allem durch soziale Medien Echoräume so verstärkt, dass andere Stimmen kaum noch durchdringen. Ich habe das Gefühl, dass auf beiden Seiten, die sich eher dem politisch rechten Lager und die sich dem politisch linken Lager zuordnen, dass beide so gegeneinander verbal aufrüsten, dass richtige Gespräche gar nicht mehr möglich sind. Es geht ums Reden, es geht ums Streiten und das im Moment vor allem im Osten der Republik. Und das wollen wir noch vertiefen mit dem Historiker und Autor Ilko Sascha Kowalczuk. Guten Abend, Herr Kowalczuk. Schönen guten Abend. In den Rezensionen Ihres neuen Buchs ist viel von Zorn die Rede. Stimmen Sie dem zu? Hat da auch ein Wutbürger ein Buch geschrieben? Ich bin nicht zornig, ich bin nicht wütend, aber ich bin sehr besorgt. Ich bin sehr besorgt, dass wir Demokratie und Freiheit in Deutschland zuvörderst in Ostdeutschland tatsächlich bewahren. Und das ist der Antrieb gewesen, dieses sehr engagierte Buch zu schreiben.
Eine der Grundthesen in Ihrem Buch ist ja, dass man ja eine höhere Zustimmungsrate zu autoritär gesonnenen Parteien oder zu Antisystemparteien im Osten nicht nur durch Traumata der Wiedervereinigung erklären kann, sondern dass das tiefer reicht. Die gemeinsame Klammer der Alternative für Deutschland und des Bündnisses Sarah Wagenknecht besteht darin, eine autoritäre Staatsverfassung anzustreben. Die gemeinsame Klammer der Alternative für Deutschland und des Bündnisses Sarah Wagenknecht besteht darin, eine autoritäre Staatsverfassung anzustreben. Es ist kein Zufall, dass beide Parteien sehr stark sich verbündet haben mit der blutrünstigen Diktatur des Wladimir Putin in Moskau. Es ist kein Zufall, dass beide Parteien sehr stark sich verbündet haben mit der blutrünstigen Diktatur des Wladimir Putin in Moskau. Denn das scheint ihre staatliche Vorstellung zu sein, ein solches autoritäres Regime anzustreben. Das verfängt in Ostdeutschland, weil in Ostdeutschland solche staatsautoritären Vorstellungen sehr weit verbreitet sind. Der Ruf nach einem starken Staat ist dort seit 1990 nie wirklich abgerissen. Aber eigentlich verwundert das. Man sollte annehmen, wenn man eine dominante Kolonialmacht wie Russland oder damals die Sowjetunion erlebt hat oder wenn man in einem autoritären System, in einer Diktatur lebte, dass man genau dann eigentlich gerade das nicht mehr will. Das setzt aber voraus, dass die Menschen, die alle in der Diktatur gelebt haben, diese Diktatur auch als Diktatur wahrgenommen haben. Das war mitnichten so. Das glauben heute viele. Das wird auch immer wieder erzählt. Tatsächlich war das so, dass viele Menschen, übrigens wie auch in der Bundesrepublik, die DDR, den SED-Staat in den 80er und auch in den 70er Jahren eben nicht mehr als eine Diktatur wahrgenommen haben, was im Übrigen auch dazu führt, was uns in vielen Sonntagsreden immer wieder erzählt wird, dass die Ostdeutschen die kommunistische Diktatur überwunden haben. Auch das ist mit Es ist ein Mythos. Tatsächlich war es eine Minderheit. Eine Minderheit, die abgehauen ist, ein wichtiger Motor für den Umsturz und die Freiheitsrevolution. Und eine Minderheit, die diese Freiheitsrevolution gemacht hat. Die Masse stand hinter der Gardine und wartete ab. Welthistorisch ein völlig normaler Vorgang, dass die Mehrheit immer abwartet und sich dann auf die Seite der Sieger schlägt. Und diese Mehrheit, die dürstete nicht so sehr nach Freiheit, sondern vielmehr nach Persil und Mercedes. Die Wessis konnten einfach so weitermachen nach 1990 wie vorher und das war im Osten nicht möglich. Da brach quasi alles zusammen und es gibt ja auch viele ostdeutsche Stimmen, die sagen, und eigentlich sind wir bis heute nicht auf Augenhöhe oder werden vom Westen nicht so behandelt. Also Dirk Oschmann, der zum Beispiel davon spricht, der Osten sei eine Art Erfindung des Westens und von Diskriminierung spricht, hat er da nicht doch auch einen Punkt? Natürlich ist es im Folge der Wiedervereinigung zu sehr vielen sozialen Ungerechtigkeiten gekommen. Das ist gar keine Frage, aber das alles berechtigt noch lange nicht, jetzt Faschisten und Kommunisten wählen zu wollen. Was aber ja nun nicht nur Ostdeutsche tun. Das machen nicht nur Ostdeutsche, aber in Ostdeutschland passiert das aktuell besonders massiv. Das, was wir beobachten, ist ein doppelter Prozess in Ostdeutschland. Es gibt eine Transformationsmüdigkeit, herrührend aus den 1990er und Nuller Jahren, die jetzt überlagert wird von einer neuen Transformation, die die gesamte Welt erfasst hat, nämlich die digitale Revolution, von der wir alle nicht wissen, wohin die uns führen wird. Und das führt auch zu einer Transformationsüberforderung. Und Menschen neigen dazu, wenn sie nicht wissen, was morgen kommt, sich zurückzulehnen, umzudrehen und zu sagen, oh, in der Vergangenheit war doch alles so viel besser. Ich sehne mich nach dieser Vergangenheit und das ist ja das Versprechen, was Populisten machen. Ich führe euch in die Zukunft, indem ich euch eure goldene Vergangenheit zurückgebe. Das macht die AfD, das macht das BSW, das macht aber auch Trump und das macht Le Pen in Frankreich. Ja, ein weites Feld, über das es sich lohnen würde, jetzt noch ganz lange zu reden. Aber unsere Zeit für heute ist jetzt erstmal zu Ende. Herr Kowalczuk, danke Ihnen für das Gespräch. Frau Slomka, ich danke Ihnen auch vielmals.